So, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Night of the Dead. Erstmal nachdenken. Und ja, irgendwie ist der Ton auf einmal so mega laut. Alter Schwede. Ja. Habe ja in der letzten Folge, ich weiß jetzt nicht, was ich mache, weil ich habe privat auch noch gespielt habe. Mein Privat-Dings. Tja. Wie ist das? Viel zu laut. Heiliger Scheiße. Und tja. Erstmal gucken, was ich so gemacht habe. Achso, ich bin ja da unten stehen geblieben, bin hier hochgegangen, glaube ich. Ja. Und habe meinen privaten Account gesehen, dass hier, was ist denn das? Das hier nicht mal so schlecht ist. Ja, braucht halt nur ein paar Dinge. Aber man braucht ja ein Benzin und zwei Wartungskits. Und die Wartungskits sind, finde ich, billig und kriegt richtig viel guten Stuff raus, ne? Das habe ich mir so gedacht. Ich baue mir so ein Ding. Brauche ich einen Motor. Ein Motor, eine Batterie. Eine Batterie ist. Oh. Inventar voll. Das brauche ich nicht. Felsbrocken brauche ich nicht. Kalkstein brauche ich aber auch nicht. Kupfer brauche ich gerade auch nicht. Die ganzen Bücher hier. Muss mal extra Kisten mit Büchern machen. So, Sicherung brauchen wir, Batterie brauchen wir und so ein elektrisches Teil brauchen wir. Und jetzt fehlen die Nähe. Falsches Ding. So, dann bauen wir mal das gute Stückchen. Bauen wir mal hier hinten hin. Oder ein bisschen weiter weg, weil das Ding ist relativ laut. Ist ja jetzt nicht. Ich kann erstmal hier hinterher. Oder ist noch Eisenbrocken? Zwei sogar, oder? Ne. Meist hier hin. Sieht ein bisschen realistischer aus, wenn es ein Bergautomat ist. So. Braucht zwei und ein Benzin. Bau den noch schnell ab hier. Wo sind wir gerade? Welle 3. Müsste ich eigentlich mal ein bisschen upgraden. Ach, hier habe ich auch noch Kisten. Schade. Zwei Wartungskits. Gleich den Häschen noch mit. Ja. Oh, ein Brüller. Warte mal, ich hab doch hier die Katana. Ja. Ist ein bisschen weiter weg, oh. Dann habe ich den Lärm nicht. Ja. Oho. Ich brauche ja richtig viel Stein jetzt. Also Kalkstein für das Zement.
Kann das sein? Warte mal. Dass ich so den Turmbug kaufe nicht, oder? Weil manchmal habe ich so einen Turmbug, dass der Ton übelst laut ist und dann wieder leise wird, dann wieder laut, leise. Ja. Weiß nicht. Oh, upsala. Ja. Oh ja, ich auch noch welche sagen. Ich habe ja noch eine Waffe gefunden. Und mega viel Money. Das könnte ich noch machen. Desto mehr, desto besser. Von hier zu sehr Schaden. Ach, brauche ich 100. Naja. Upgraden. Ah, brauche ich Zement. Zement. Fehlt nur Ziegelsteine. Ziegelsteine und Nägel brauche ich jetzt am meisten. Huch. Nägel habe ich noch nicht. Ziegelsteine machen mir ein bisschen Probleme. Mega viele Ziegelsteine. Boah, Stein und Äste. Ja, mit der Ziegelsteine. Naja. Mal will ich dann bis jetzt noch nicht upgraden. Nur die Anfangsdinger hier. Oh, ich muss hier rüber, eigentlich nicht, ne? Und schon. Am Anfang ist eigentlich nur wichtig, finde ich. Könnt ja noch die Treppe upgraden, mache ich auch mal. Dass die Zugangszufuhr nicht unterbrochen wird. Was will ich denn hier jetzt?
So, bei meinem privaten Stand habe ich so das Problem, die Baufläche. Ich habe nicht so viel Baufläche und ja, habe ich es anscheinend schon. Die gute Baufläche. Ich muss mal einen Ton langsam machen. Ja. Holy shit. Noch ein bisschen mehr Holz. Wird so eine kleine Baufolge mit. War auch mal wichtig. Ich habe schon eine große Falle. Müsste ich eigentlich haben, ne? Ja. So. Meine Standardbase ein bisschen erweitern. Mal gucken. Logisch, ja. Wenn jetzt weil ich brauche nämlich irgendwann so mehr Platz für den Windrad und sowas, wenn ich Strom erzeugen möchte. Könnte eigentlich schon mit Strom anfangen. Ach, ist nur. Rache ist nur, habe ich dann genügend Strom und die drei Fallen ja automatisch zu generieren. Kann ja erstmal zwei Batterien bauen. Die haben eine Leistungskapazität von 25.000 der Leistungsgrenze. Ach so. Ja. Ein paar Nähe. Paar Nähe, zwei Batterien und ein Stecker, zwei Stecker. Also vier Batterien und zwei Stecker. Bestens, wenn ich es so drehe, dann habe ich immer den Strom im Blick. So sagt.
Leistungsverhältnis. Ich kann sogar updaten. Impulstransformator. Elektrische Platte. Stromtransformator. Also der Impulsding ist doch in der Forschung das letzte war. Ja. So ist der elektrische Platte. Magnetspule. Aber die Magnetspule braucht man für den Linksrohr. Ja. Quantenschaltkreis. Boah. 2000. Standby-Leistung sind 500. Das macht schon ordentliche. Spule. So, dann machen wir noch hier machen wir so ein kleines Windrad hier. Brauche ich Motor, einen Stecker, Motor und einen Stecker und Nägel und Metallplatten. Metallplatten neu herstellen. Ist sowas. Oh mein Gott. Doch hier. Muss ich upgraden. Mit natürlich 7 Ziegel. Was war's? Zwei brauche ich 8. So, wie ist das jetzt so? Ich muss irgendwas haben. Aber warte mal. Ich brauche den Maschinentisch. Elektrisches Gerät. Kann ich nicht bauen, keine Eisenplatten. Nägel und Stahl-Dinger. Ich schon brauche ich nämlich auch hier. Mache ich den am besten hin, ja. Brauche ich nicht den Drahtverbinder, dann brauche ich Kupfer und einen Stecker. Habe ich noch Kupfer? Sieht sehr ermüdend aus. Was schon noch und einen Stecker? Brauche ich ja den Drahtverbinder hier? Muss ich, glaube ich.
Wo ich denn? Sag mal nicht, ich brauche hier irgendwelche Kupferdinger. Was ist da noch? Ach, elektrischen Draht, ne? Draht für Drahtverbinder. Aha. So. Das erzeugt jetzt Energie für die Batterie hier. Wie sehe ich jetzt immer den Energiestand? Ich glaube mal, ich habe es falsch rum, oder? Ich glaube falsch rum. Ja. Muss an den grünen Behälter ran. Oder? Ja. Zeig den blauen an. Ach, Strom. Warum ist das halt immer so eine Sache, ne? Warte mal, wisst ihr, wie viel Energie es speichert und wie viel da gerade drin ist? Das sieht ja in den Leuchten eigentlich auch unten. Oh, jetzt. Doch, speichert doch den Strom. Mal gut. Was, warte mal, wie viel Strom kann das jetzt speichern? Fünfundzwanzig sind 2, 4, 6, 8, 10 Striche. Wie kostet hier das Update? Motorstecker. Stromverbrauch sind 50. 5. Ist nicht mal so. Ist so richtig billig eigentlich. Probier mal. Ich bin weiter ein Upgrade. Mal gucken. Welche Pads habe ich denn einen? Ich nur einen?
Also ein bisschen traurig. Okay. Bye. Auf welche Rinne hier? Oh nein, eine Falle hier wird richtig verdeckt. Katana ist doch besser zu machen, oder? Ach jo. Hallo. Ich würde nochmal ein Kisten-Upgrade machen. Gucken, ob wie die dritte Upgrade ist. Aber wenn du so dich anbietest hier. Ja. Der zweite Strich ist da. Huch, jetzt habe ich mal eine Taste gedrückt hier. Ja, wenn ich jetzt. Kupfererz, Eisenerz. Ich kann das Eisenerz doch dingsen, ne? Joa. Was mit den Eisenerzen machen, nö. Ich könnte ja das mal machen, ja. Brauche ich einen Motor und einen Stecker. Ich Gummi. Ich habe Gummi. Ja, ich Gummi. Ist noch irgendwo Gummi. Ja. Also Kisten öffnen bin ich anscheinend nicht so der größte Fan. Irgendwann muss es ja mal gemacht werden, ne? Motor und ein Stecker. Plastik. Plastik. Motor und ein Stecker. Was brauche ich noch? Nägel, Seile, Eisenplatten. Eisenplatten. Nägel. Seile. Und Stahlstangen, 4 Stück. Upgrade nochmal. Oh. Holy. Was ist ein F ändern? Was ist das denn jetzt? Höhlen.
Ist nicht, ob man die schon braucht, aber was man hat, das hat man. Aber warum braucht man es ja? So. Das ist der Input, glaube ich. Und das muss zum Output. Sagen wir. So, jetzt hat das Strom. Ich frage mich, was ist das jetzt hier? Was kann man hier machen? Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Weil so viel Strom zieht das ja auch nicht und der Windrad wird in der Lage sein, ein Ding erstmal zu generieren. Ach, zeugte Leistung 25, also hat das dann minus 5 hat 20. Also wird es immer noch plus sein. Ja, immer noch in der Lage sein, einzunehmen. Und so hat das dann einen dauerhaften Dings, brauche ich nicht nachladen. Ja. Ist schon für diesen Tag eigentlich schon unnötig, mit Strom anzufangen, aber ja, ich wollte es mal austesten. Hab's noch nie mit Strom angefangen. Und schon. Gucken, wie es wird. Dann gucke ich mal zu meinem Backbau-Ding hier hinter. So, jetzt kann ich alles nehmen oder erhalten. Ich weiß nicht, was erhalten bleibt. Aber ich habe auch mal alles genommen. Jetzt könnt ihr rechts gucken. 15 Eisenstöcke, 3 Kupfer und 12 Eisenerz. Finde ich nicht schlecht. Ja. Für ein bisschen Gummi, Blätter, Stoff. Stoff, was war's noch? Stoff, 3 Eisen, 15, also wenn man 12 Eisen plus macht, was wird's mehr? Achso, ja, das mal 2. Also nicht mehr so viel plus macht, aber ja. Oh, oh. Der Dude mich erschreckt, ey. Boah, gleich wieder an. Ist doch keine Welle. So, vierter Balken schon. Ja. Hätte ich gesagt, das hier hoch noch. Aber ich glaube, die Matze habe ich nicht mal dafür. Ja. Das könnte ich noch mal. Ach so, ich könnte ja das noch automatisch machen. Motor und Stecker. Motor und Stecker.
Was war es noch? Seile? Seile haben wir nicht, Ranken brauchen wir. Ranken, was war's noch? Stallstangen, ne? Ach so. Nägel und Eisenplatten. Wie viele Eisenplatten? Ja, da ist da. Hier Nägel und. Ja, nur wie viele Eisenplatten gerade. Einfach mal 4 Eisplatten und ein paar Nägel. Zähne ungefähr. Ja. Weiß nicht, was man hier reinmachen kann. Ich könnte auch befürchten, dass man, wenn man noch keine Batterie gemacht hat, dass man das mit Benzin machen kann. Oder? Ja. Was denn? Machen wir ja das hier. Auch erfolgreich angeschlossen. Naja, dann war's das für diese Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.